Es ist noch nicht lange her, dass der Melanzani und ich ein ziemlich gestörtes Verhältnis hatten. Ich wusste nämlich de facto nicht so richtig, was ich damit machen soll. Es ist nicht wirklich gut gelungen. Aber man muss einfach ein paar Tricks und Kniffe kennen, damit die Melanzani zu einer richtigen Delikatesse wird. Und dafür habe ich mir heute einen Profi eingeladen. Nämlich dort, wo die Melanzani herkommen, aus den Gärten von der Andrea Steinhardt aus Wien-Simmering. Jawohl, hallo. Danke, Servus, dass du gekommen bist und uns ein bisschen was über die Melanzani erklärst. Meine persönliche Geschichte hatte nicht so gut begonnen. Was sind denn totale No-Gos? Was darf ich mit der Melanzani nicht machen? Also ich würde sie nicht zu viel mit Öl bestreichen, weil sie saugt irrsinnig viel. Ja, das ist mir auch passiert. Das war ein öliger Gatsch. Heute machen wir was anderes. Ich glaube, in die Verlegenheit werden wir gar nicht kommen, weil ich habe hier einen sehr schweren Wok, der auch sehr heiß wird. Wir machen ein Schweinefleisch im Wok mit Melanzani. Oh, sehr Hast du gut. schon einmal sowas Nein. probiert? Nein. Sehr gut. Gespannt? Bin gespannt. Jawohl. Super, ich auch. Okay. Gut, mit der Melanzani fangen wir an. Das Wichtigste beim Wokkochen ist, dass man alles gut vorbereitet hat. Weil sonst geht sich das alles nicht mehr aus in dem Tempo. Gell? Gutes Zeichen. Also, gut, oder? Du hast mir echt nicht zu viel versprochen. Super. Sag einmal, wir haben jetzt eine helle und eine dunkle Melanzani drin. Was ist der Unterschied? Geschmacklich auch? Also, geschmacklich ist normalerweise kein Unterschied, nur fürs Auge. Ah, okay, eine rein optische Angelegenheit. Rein optisch eigentlich, ja. Wir werden jetzt noch ein bisschen Sesam drüber streuen. Und ein paar Erdnüsse. Wenn man mag, kann man auch Koriander drauf geben. Hast du es gern, Koriander? Mhm. Gut. Und wir zwei gönnen uns ein Glas Wein dazu. Diesmal habe ich vom Hans Igler, sehr bekannter Winzer, kennst du sicher, einen klassischen Blaufränkisch dazu ausgesucht, weil ich möchte zu dem Gericht nicht einen zu schweren Wein haben. Etwas, das eine gute Säure noch hat, aber trotzdem einen ordentlichen Körper. Und deswegen Iglas Blaufränkisch. Kannst du dir das gut vorstellen dazu? Du kannst auch gerne noch mal kosten. Ich richte gleich am Teller an. Ich sage auf jeden Fall mal danke für die Einladung, dass du mir das gezeigt hast. Ich bin sehr glücklich, dass du gekommen bist, weil, wie gesagt, aus einer Skepsis wurde eine innige Freundschaft, Melanzani und ich. Es könnte uns beiden auch passieren, dass ich skeptisch bei dir gewesen wäre. Aber das Produkt ist schwierig für mich gewesen immer. Ja. Der Schlüssel des Erfolgs liegt in der Vorbereitung und in der Produktqualität. Beim Fleisch genauso wie bei den Melanzani und allen anderen Zutaten. Aber das ist eigentlich immer so. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen und viel Spaß beim Nachkochen.